Liebe Personal Trainer, wenn dein Kunde nicht das umsetzt, was du ihm sagst, dann kann eine Ursache dafür sein, dass du am Anfang, ganz am Anfang eures ersten Gesprächs, keine richtige Problemanalyse mit ihm gemacht hast. Was meine ich damit? Also, wenn du am Anfang das erste Mal mit deinem Kunden sprichst, dann besprichst du im Prinzip die Ziele und die Wünsche, die er hat, die er erreichen möchte. Und alle diese Ziele, diese Wünsche, die haben einen tiefen Grund. Und mit einem tiefen Grund meine ich jetzt nicht, ich möchte abnehmen, damit ich besser aussehe, weil besser aussehen ist ja auch wieder ein relativ niedriger Wert, sondern es gibt immer deutlich höhere Werte. Und da darfst du ihn wirklich mal im Erstgespräch fragen, warum ist dir das wichtig? Was möchtest du damit erreichen? Sodass du dann zum Beispiel auf Werte kommst wie meine Frau findet mich nicht mehr attraktiv und schaut die ganze Zeit dem Nachbarn hinterher. Ich möchte die nächste Karrierestufe erreichen und ich glaube, dass ich das nicht schaffe, wenn ich noch einen Bauch habe. Ich möchte gerne mit meinen Kindern auf dem Spielplatz spielen, aber ich bin nach 2 Minuten so außer Atem und meine Kleine, die turnt da noch auf dem Klettergerüst rum. Ja? Also tiefere Gründe. Und das Trickiere daran oder das Komplizierte daran ist, dass dein Kunde sich im Vorfeld niemals Gedanken macht über seine tiefen Werte. Die kommen nämlich aus dem Unterbewusstsein und wir denken den ganzen Tag so mit unserem Tagbewusstsein. Heißt quasi, er kriegt irgendwann das Gefühl, okay, mit dem Bauch möchte ich nicht mehr leben, jetzt ich krieg's alleine nicht hin, also gehe ich zu einem Personal Trainer. Und wenn du ihn dann fragst, was möchtest du? Ja, ich möchte abnehmen. So, okay, cool. Also abnehmen. Wie viel abnehmen? 10 Kilo. Alles klar, haben wir ein Ziel. So, für dieses Ziel wird dein Kunde aber niemals extrem brennen. Er wird niemals die volle Leidenschaft entwickeln und er wird niemals wirklich Vollgas dranbleiben. Es sei denn, du hast so einen absoluten Machertyp, aber die meisten Leute werden da nicht sonderlich dranbleiben. Aber für sein höheres Ziel ist dein Kunde bereit, fast alles zu tun, was es gilt umzusetzen. Und ich möchte an der Stelle mal ein Beispiel mitgeben, was vielleicht ein sehr, sehr drastisches Beispiel ist, aber es zeigt einfach sehr genau, was ich meine. Wenn du dir mal einen Drogensüchtigen anschaust, ja, ein Drogensüchtiger hat das Ziel, ich möchte den nächsten Stoff haben, ich möchte den nächsten Schuss haben, um dieses Hochgefühl zu erleben. Und ich habe jetzt noch nicht selber Drogen genommen, aber ich glaube, dieses Hochgefühl ist ein extrem euphorischer Rausch, den man immer und immer wieder braucht. So, und was ist denn ein Drogensüchtiger bereit, für diesen Rausch zu tun? Er ist bereit, auf der Straße zu leben. Er ist bereit zu betteln. Er ist bereit zu klauen und noch viele, viele andere Dinge. Ja, das heißt, wenn du ihm einfach nur sagen würdest, hey, ich habe einen Euphorieschub für dich oder ich habe hier den nächsten Schuss, dann würde er, wenn es nur um diesen nächsten Schuss ohne die Wirkung dahinter gehen würde, ja, dann würde er sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Aber wenn es um die Wirkung geht, das ist dieses Ziel dahinter, dieses magische Ziel dahinter, dann ist er bereit, unglaublich viel zu tun, zu bewegen, auch auf Dinge zu verzichten, um sein Ziel wirklich mit Vollgas zu erreichen. Also wenn dein Kunde heute nicht zu 100% das umsetzt, kann es eben sein, dass ihr niemals über seine tiefen Ziele gesprochen habt.